Ich bin der Emmy Emmer und hier lehre ich den Beruf Milchtechnolog. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich hier bin schnuppern. Das hat mir echt gefallen. Und dann dachte ich, ja, genau, das ist es, das mache ich. Jetzt zum Beispiel bei der Kesselabfüllmaschine, die wir jetzt neu haben, dort tut er am Morgen oder selber die Anlage in Betrieb nehmen. Er tut das Verpackungsmaterial parat machen, tut es in die Maschine einfüllen. QM degustieren muss ich dort. Gibt Parameter selber ein, macht Umstellungen vom Format. Schaut, ob der Haltbarkeit der Produkte eingehalten wird. Tut dann auch nachher den Maschinenführer, der dort eingeteilt ist, eigentlich dirigieren, was denn der zu tun hat. Also auch mal den Rollentausch. Bis zu Einmischen und natürlich auch Abfüllen von Joghurt oder Quark. Ja, hat er schlussendlich auch die Verantwortung mit dem Rapport ausfüllen und einfach die Rückverfolgbarkeit, alles muss gewährleistet sein. Am liebsten bin ich im Qualitätsmanagement. Ich überprüfe, ob die Qualität eingehalten wird von den Produkten. Ich hatte eine sehr schöne Lehrzeit bei der MIK, es war sehr abwechslungsreich. Ich konnte alle Abteilungen besuchen, habe mir durch das ein breites Fachwissen aneignen über verschiedene Milchprodukte. Also unsere Lernenden können sicher noch an diversen Kursen teilnehmen, vor allem für die Vorbereitung auf die LAP schlussendlich. Sie haben ein Lernendenlager, wo sie andere Lernende auch in der EMI können lernen. Ich habe mit recht vielen EMI-Produkten zu tun, von Joghurt bis Quark. Mit Dessertprodukten habe ich auch zu tun, Bifidus-Trink, Actifit, neue Joghurt-Produkte, die wir haben. Die Ausbildung für einen Milchtechnologen dauert 3 Jahre. In diesen 3 Jahren gehe ich einmal in der Woche in die Berufsfachschule und dann haben wir noch jedes Jahr über betriebliche Kurse, wo man halt noch Sachen anschaut, die man im Betrieb selber nicht macht. Ich tue sie täglich begleiten, und mit ihnen reden, wie ihr Alltag ist, ob irgendwelche Probleme sind oder ob man etwas helfen kann. Ich finde es cool, dass ich hier selbstständig arbeiten kann. Wo sie auch das Gefühl dann haben, ja, mal, ich bin hier der Maschinenführer, das ist meine Maschine. Ich konnte schon außerhalb Erfahrungen sammeln von dem, indem ich an der Generalversammlung war. Das war recht interessant, da haben wir gesehen, wie das abläuft mit den Aktionären und alles. Ich durfte schon an die Zebi gehen. Das war recht interessant, weil jetzt sind die Leute gekommen, die Lehre gesucht haben. Ich konnte ihnen meinen Beruf vorstellen, dann alles erklären. Die EMI bildet rund 100 Lernende aus und das sind 12 Berufe. Ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, von Produktionsleuten bis Laborangestellten. Ich denke, der grösste Vorteil ist, wenn man bei der EMI eine Lehre macht, dass man sicher in eine sehr gute Firma reinkommt, in ein gutes Unternehmen. Meine Arbeitszeiten sind von 6 bis 3 normalerweise, aber es kann Ausnahmen geben, dass man vielleicht vom 7 bis 4 kommt oder vom 8 bis 5. Also ich habe in der Lehre sicher gelernt, anpacken, also körperlich arbeiten, sich zu konzentrieren, auch ein bisschen ein technisches Know-how und auch viel Fachwissen. Ich habe 6 Wochen Ferien im Jahr und das finde ich recht gut, weil das 1 Woche mehr ist als normal. Nach meiner Lehrzeit bin ich angestellt worden als Anlageführer in der Abteilung Quark und Dessert. Da habe ich berufsbegleitend auch gerade noch Handelsschule ein Jahr gemacht. Nach 1,5 Jahren bin ich dann ein halbes Jahr im Zivildienst und bin nach einem halben Jahr wieder zurück zu der EMI gekommen und da angestellt wurde als Schichtführerproduktion Fruchtgrundstoff. Die Lehre bei EMI ist spannend, abwechslungsreich und es wird einem nicht langweilig, weil man immer etwas anderes am Machen ist.